Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro! Warum Dawn ist das Bild Renewal nicht ändern? Era. Also. Jetzt sind wir Yugi gegen. Vivian Wong mit einem etwas überarbeiteteren Deck, damit sie vielleicht auch ein bisschen Ja, effektiver ihre Karten weil benutzen er kann. es nicht mag, wenn er schlechte Decks von mir bekommt. Nein, es ist ja alles in Ordnung. Oh, ich habe nur Monster gezogen. Das ist nämlich Pech. So. Ich will nur den Effekt von diesen zwei Monster. Diesen Unionseffekt will ich benutzen. Deswegen habe ich Dunkelklinge ins Deck getan. Naja, und zwei Zauberkarten gegen zwei Fallen getauscht und so. Weil komplett ohne Fallenkarten möchte ich auch nicht spielen. Setzen. Endphase. Das war viel. Wieso kriege ich denn dieses Monster? Wenn man setzt, muss man auf Endphase gehen, ja. Nyan. Nyan. Das war nicht nett. Die Karte mag ich nicht. Ich mag deine nicht. Das hat mich gerade ganz schön Lebenspunkte gekostet. Ach, du meinst Ich mein, hasse. aber der ist doch nett. Dir ist bewusst, sobald ich ein zweites Monster habe, Oh geht's mein ab. Gott, das ist ja geil. Oh, hast du was Tolles, Yugi? Warte, was ich erstmal mache, ist das hier. Oh Gott, ich kämpfe gegen diesen. Ich habe keine Chance, auch wenn das Deck jetzt ein bisschen verbessert ist. Vielleicht hätte ich mehr übertreiben sollen. Aber ich wollte dir nicht wieder, weißt du, dreimal Spiegelkraft ist einfach too much. Das andere Deck war OP damit. Und jetzt habe ich nur Angriffe-Item drin. Eine kleine schwache Falle. Autsch. Du hast also den Buster Klingenkämpfer instant gerufen. Joa, wieso? Gegen den kann ich nichts ausrichten, wie ich sehe. Kann sein, weiß ich nicht. Kann nicht nur sein, ist tatsächlich so. Ich habe absolut kein Monster, das stärker ist. Oder irgendwie auch nur ansatzweise daran kommt, glaube ich. Kann ich das auf verdeckte Karten anwenden? Ja, kann ich. Ja, lol. Oh, da mache ich was ganz Witziges. Ach komm. Ach so. Ich bin Game Over. Selbst ohne dieses Monster wäre ich jetzt schon Game Over, meine ich. Warte mal, warum kriegt er jetzt Schaden, wenn der auf dem Friedhof? Oh lol. Ach Mist, ich habe gar kein Battleface mehr in der Runde. Na Gott sei Dank. Dann kann ich jetzt Aber das wenigstens. ist witzig. Umso mehr Drachen ich von dir zerstöre, umso unbesiegbarer wird mein Monster. Ja, witzig, dass ich auch so viele Drachen habe in dem Deck. Oh, ach, was soll's. Es ist absolut wurscht. Ich kann nichts tun, du. So, und weißt du, was ich jetzt noch mache? So viel zu meinen Monstern. Jetzt habe ich vier Zauberkarten in der Hand. Klassiker. Also irgendwie Wie falsche du? Warte, Reihenfolge. was? Du hast ernsthaft so angegriffen, dass ich noch überlebe? Los, mach was mit deinen Zauberkarten. Das Problem ist, jetzt habe ich keine Drachen mehr. Und jetzt habe ich die eine Zauberkarte, die dafür sorgt, dass Drachen unbesiegbar werden. Das ist ein Problem für mich. Und ich habe die zwei Ausrüstungszauberkarten für Drachen. Toll! Jetzt, wo ich keinen Drachen mehr habe, kann ich also überhaupt nichts tun. Wow. Eine Fallenkarte, noch eine Fallenkarte. Oder vielleicht auch Zauberkarte. Siehst du spätestens, wenn du angreifst, wenn du dich traust. Er traut sich. Na gut. 4100. Es ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Ich hoffe, ich habe jetzt. Gleich ein bisschen mehr Ziehglück. Es ist in Ordnung. So, was macht das? Was? Ach, vom F ne, von What the fuck? Die Karte ist ja krass, okay. Das da ist Dunkelner. Dunkelklingel. Der hat 1800. Du, der ist stark. Er ist nicht allzu schlecht, aber stark würde ich das nicht nennen. Ah, super, da. Jetzt wirst du es Was kann ich zerstören. jetzt? Und das mag ich nicht.
Hä? Aha, jetzt kann ich endlich den Effekt benutzen! Juhu! Das war mein einziges Ziel. Oh. Weißt du? Lol. Sind da 6 Karten im Deck, die Dunkelklinge benötigen, aber keine Dunkelklinge. Jetzt habe ich eine Dunkelklinge und jetzt kann ich es machen. Yay. Gott segne Dunkelklinge. Vivian Wong ist nur nicht dazu gekommen, sie zu spielen. Deswegen ist die Karte nicht auf der Wiki-Seite. Was tust du? Ich will mein Monster am Leben erhalten. Hey! Ach so, das ist nur... Ach so, das ist nur für Schaden auf mich selber. Fuck. Kein Kampfschaden, richtig. Den du übrigens bekommen hättest, weil ich, glaube ich, durchschlagenden Schaden mache. Stimmt. Ach, deswegen hat er überhaupt gefragt. Okay. Ja. Super. Der so, mehr wollte ich nicht tun mit Vivian. Ich wollte euch nur Dunkelklinge zeigen das und die Interaktion mit dem Fechrad. Bringt man nicht so viel? Ja, aha. Hm. Naja, gut. Oh, ein verdecktes Monster. Noch ein verdecktes Monster. Warum klingelt wer an meiner Haustür? Weil du allein zu Hause bist und jetzt halt alle loslaufen musst. Ich glaube nicht, dass ich allein zu Hause bin. Ja, aber dann... Dann klingelt keiner an deiner Haustür, sondern an der Haustür von den Leuten, die da jetzt rangehen. Oh, Ritter des Königs. Du willst nicht wirklich angreifen, oder? Pech gehabt. Warum hast du so ein starkes Monster da liegen? In Pachy hast du ins Deck getan, weil sie es auch benutzt. Und ich hab's da liegen, weil ich dachte, es wäre am sinnvollsten, wenn ich es da liegen lasse. Ich meine, soll ich einen Haufen Pech schwarzer Drachen benutzen? Ah. Oh, ich kann nur einmal ausrüsten, schade. Ach so, schade. Okay, ich dachte, er geht jetzt auch darüber und... Das wäre irgendwie lustig gewesen. Genau, das war ja eigentlich gerade mein Ziel, aber es geht nicht. Also kann ich es leider nicht machen. Dann darfst du nächste Runde meinen pechschwarzen Drachen besiegen, wenn dir das... Oh, du hast Spielkraft. Ja, gut. Wieso? Gut, damit habe ich gerechnet. Nein, habe ich nicht. Gut, dass Dunkelklinge mehrmals im Deck ist. Aber das sind 2 meiner pechschwarzen Drachen gewesen. Das ist jetzt ein Problem. Jetzt kann ich das nur noch einmal machen. Ja, dann geht der Effekt leider nicht mehr. Du kannst jetzt den Buben rufen. Ah, nee, halt, kannst du nicht. Der Effekt läuft ja andersrum. Ja. Ja. Der hätte nämlich 1900 ATK gehabt. Dann hättest du mich jetzt fast besiegen können. An der Masse ist trotzdem nicht vorbeigekommen. Ja, richtig. 1800. Ah, nee, es lohnt sich nicht. Der Monster, das kriegt 500 ATK für jedes Monster, das du besitzt. Weißt du, dann besiegt er eins, wird er wieder schwächer. Das ist irgendwie auch doof. Ja, aber leider muss meine Monster weg. Ich mag es nicht, wenn du meine Monster tötest. Ich mag es nicht, wenn du 2 Monster auf dem Feld hast. Das beunruhigt mich dann in der nächsten Runde immer. Warte mal, ich setze jetzt mal die Karte. Damit ich das hier machen kann. Nein! Okay, es ist mir egal, da war nur Schrott. Warum ziehe ich denn den? Oh Mann. Du hast mir geholfen, danke. Ich habe Kiryu gezogen. Ich hasse das, ich hasse das. Jetzt kommt der Bube. Aha. Da brauchst du aber 2 Monster. Ich weiß, aber ich finde es witzig, dass es eine Karte gibt, die nur da ist, um mir den auf die Hand zu geben. Haben die euch einmal ins Deck reingetan? Jetzt hab ich sie gezogen. Ich hoffe, du hast nicht noch eine Spiegelkraft, ansonsten raste ich aus. Hm, warum das denn? Ich setze jetzt alles auf eine Karte und zeige dir das stärkste Monster in diesem Deck. Oh. Jetzt schmeißt er ein paar. Okay. Warte mal. Jetzt hat sie übrigens 2600 Angriffspunkte und ist genauso stark wie dein Buster Klingenkämpfer. Okay, warte da. Blockst du das jetzt? Nein, 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 nein. Noch nicht. Noch nicht. Aber du hast noch eine Spiegelkraft und ich bin jetzt total am Arsch. Schade. Okay, das kenne ich nicht. Was kann das? Oh. Das ist der faszinierende Kreis in seiner anderen Ausführung, in der ich ihn nicht erkannt habe. Der ist sehr faszinierend, findest du nicht? Ich habe das Bild nicht erkannt, weil das die andere Version ist, die ich noch nie gesehen habe.
Das ist jetzt schade, aber trotzdem habe ich ein Monster hier stehen, das stärker ist als alles, was du zu bieten hast. Ja, bislang. Als ob du über 2,6 kommst. Ah, vorbei, warte, natürlich, er kriegt ja für alle Drachen an meinem Friedhof. Ah, ist das dreckig! Ja. Das stört mich. Das ist nicht dreckig, das ist sauber. Okay, der ist aber... Was okay, jetzt. Wolltest du gerade sagen? Dass ich mir einen aufgehoben habe von den 30 hatte. Ach, fuck. Okay, was brauche ich denn nicht? Ich will das nicht. Und... Option Yugi. Nee, das rein, ist okay. Yugi. Das ist auch alles der gut. Sind auch alles Karten, gute Karten. Was ist das hier? Übrigens, das Monster, das ich gerade auf dem Feld habe, ist so ziemlich das... Warte, ich schmeiß das noch weg. Das bringt mir nämlich, glaube ich, nichts mehr, weil der Kuriba schon tot ist. Okay, das Monster ist... Hier gelandet. Minimu und raus bist du. Wetness ist wieder in der Mitte geblieben. Oh nein, es ist tatsächlich nach links gewandert. Okay, dann hätte ich es eh nicht erraten, weil... Ah, ist das schlecht. Naja, aber du hast nur ein Monster da. Du kannst kein 7-Sterne-Monster aufrufen, außer das Kostenverringern zufällig gerade gezogen. Immerhin kenne ich 50% deiner Handkarten. Klasse, nicht? Du, was? Hä? Seelennehmer. Guck mal, wir haben die gleiche Anzahl an Lebenspunkten. Wie hast du das hingekriegt? Ja, ich hab dir anscheinend genauso viel gegeben, dass wenn ich dir 2000 abziehe, dass das darauf kommt. Bin ein Magier. Ein schwarzer Magier. Ich hab grad echt Pech. Ich bin Game Over. Da lebst du noch. Ich bin so gut wie Game Over, will ich sagen. Ich kann jetzt nur noch das hier machen. End phase, next player turn. Wenn ich nächste Runde keinen Drachen ziehe, hast du wahrscheinlich gewonnen. Ach so, schauen wir mal. Na, da ist nichts Sinnvolles. Schon da. Okay. König der Spiele, hau rein. Oh Gott, so. Aber ist das sinnvoll? I don't know. Ich könnte es rechnisch gesehen machen, Okay, greifen wir erstmal an. Finden wir heraus, was passiert. Nicht viel. Weil ich Nein gedrückt habe. Okay, du hast also keine Fallen, die mir gefährlich werden können. Ich sagte, ich habe Nein gedrückt. Hast du die Verzögerung nicht bemerkt? Ich habe leider keinen Drachen gezogen. Das heißt, ich habe jetzt ein Problem. Hä, warum denn? Weil du hattest in diesem Deck dreimal Drachenschild drin. Das gefiel mir nicht. Ich habe es rausgetan zweimal. Aber eine habe ich noch. Einmal Drachenschild habe ich noch. Und die hätte ich jetzt benutzen können, damit ich einen Drachen quasi unsterblich mache. Kein Kampfschaden, kann nicht zerstört werden und so weiter. Eine Mauer, an der du nicht vorbeikommst, sozusagen. Aber nein, ich ziehe keinen Drachen mehr. Also bringt mir mein Drachenschild nichts. Und ich habe dir gerade verraten, welche das eine meiner beiden verdeckten Karten Drachenschild ist. Egal. Du machst Wiedergeburt. Super. Und was ist erfahrener dunkler Magier denn? Zauberzellmarken. Ja, das ist der erfahrene dunkle Magier. Genau, drei Zellmarken und du kannst... Oh. Ich habe noch nicht gelesen, was das macht, wenn er drei hat. Ich will jetzt nur, dass er welche kriegt. Du holst dir meinen zurück. Klar. Ich habe nicht mal Wiedergeburt in dem Deck. Hätte ich vielleicht doch reinmixen sollen. Ah, greif ruhig an. Au. Den habe ich dafür dreimal im Deck. Okay, der ist stark. Von der Verteidigung her. Da komme ich jetzt nicht so schnell vorbei. Weißt du, was stark vom Angriff her ist? Was denn?
Oh. Ja, das ist ein bisschen was. Es ist so 2300. Siehste. Wen möchtest du töten? Oh, den mit den Spielmarken. Beziehungsweise mit den Ja, Zählmarken. es ist mir wichtig, dass du keinen dunklen Magier spezial beschwörst, dafür, dass du drei Spielmarken hernimmst. Zählmarken. Zählmarken, sorry. Mein einziges Problem ist jetzt natürlich, dass dieses Also blöde Magier mit. eigentlich müsste ich den dunklen Magier nicht spezial beschwören, ich habe ihn gerade gezogen, aber weißt du, der gefällt mir viel mehr. 5100! Das überlebe ich nicht. Das waren 2 zu 0 gegen Vivien Wong. Nur weil Und ich keinen Drachen mehr gezogen habe am Ende. Mann, ist ja ja, schade, aber gut. damit heißt es, bewerte nicht Vergessenen. Ciao. Tschüss.